Champions League ein klares 3:0 gelandet haben, allerdings gegen den Außenseiter dieser Gruppe und Abstiegskandidaten gegen La Granada aus Spanien. Ganz anders die TTF-Liebherr Ochsenhausen, der deutsche Meister, verlor zum Auftakt gegen den Gruppenfavoriten TTC Zugbrücke Grenzau in einem deutsch-deutschen Duell 0:3. Spielte stark, aber verlor trotzdem dieses Spiel mit 0:3. Alle drei Partien gingen in drei Sätzen an Grenzau und am Ende stand Ochsenhausen mit leeren Händen da. Von daher der deutsche Meister durchaus schon unter Druck. Das erste Spiel des Tages, Kalinic aus Krianga, eher der Spitzenmann von Ochsenhausen nach dem Weggang von Mawenge nach Grenzau. Und er trifft auf Patrick Schiller. Eines der vielen Duelle rechts gegen links, das wir heute sehen werden, denn alle drei Franzosen sind Linkshänder. Dass Kalinic aus Krianga in diesem Spiel aufgeboten würde, das war von vornherein klar für Trainer Slatko Novakovic von Ochsenhausen, denn er hat gegen alle drei Franzosen eine sehr gute Bilanz aufzuweisen. Die liegen ihm von der Spielanlage her. Auch um die Position 2 gab es keine große Diskussion. Adrian Krisan, der 20-jährige Rumäne, im Moment in Topform. Dass er dabei sein würde, war klar. Und da ging es darum, ob nun der 19-jährige Mann aus Taiwan, ob Chuang-Chi Yuan mit tun würde oder Peter Franz. Und schließlich entschieden sich die Verantwortlichen von Ochsenhausen für den jungen Mann aus Asien. Der Blick auf die Weltrangliste hilft einem nicht unbedingt dabei, hier einzuschätzen, wer der Favorit ist. Denn die beiden Spieler, sie trennen lediglich 4 Plätze. Nummer 19 im Moment Kalinic aus Krianga und auf Platz 23 Patrick Schiller. Na, da hat er Glück eigentlich mit einem Netzroller. Kalinic aus Krianga weiß daraus aber nicht, das Kapital zu schlagen. Da hätte er den Sack eigentlich zumachen können, aber dieser Stop natürlich viel zu lang und vor allen Dingen zu hoch. Und Schiller hat keine Mühe, den Punkt dann doch noch zu machen. Der nächste Rückhandfehler von Krianga, etwas überhastet. Krianga, viele, viele Jahre großartiger Doppelspezialist mit international großen Erfolgen bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Er musste 28 Jahre alt werden, bis ihm es endlich gelang, das erste große Einzelturnier zu gewinnen. Das war im August dieses Jahres in Aalen in Süddeutschland. Dort gewann er das German Masters, das Olympia-Vorbereitungsturnier. In einem grandiosen Finale besiegte er den Schweden Jörgen Persson, später Halbfinalist in Sydney, in 5 Sätzen mit 3:2. Und da haben Sie Krianga Stärken gesehen, extrem schnell auf den Beinen. Ihm gelingt es immer wieder, seine Rückhand zu umlaufen, aufgrund seiner Spritzigkeit. Aber Schiller hält dagegen, bringt alle Bälle zurück von Krianga. Und am Ende hat der Franzose den längeren Atem. Chilou wird er ja auch genannt, in Anlehnung an seinen noch etwas berühmteren Landsmann, an Jean-Philippe Gatien, der Filou mit Spitznamen heißt. Und die beiden sind ja auch sehr erfolgreich im Doppel zusammen, amtierende Europameister, die beiden Franzosen. Und sie gewannen auch Bronze in Sydney und holten da eine von nur 3 europäischen Medaillen bei den Olympischen Spielen. Ja, so allmählich muss Krianga aufdrehen und da spielt ihm dieser Netzroller natürlich in die Arme. Diesmal ein tödlicher. Da kann Schiller nichts gegen machen.
Und der Grieche hat die Zeichen der Zeit erkannt, spielt jetzt wesentlich aggressiver bei seinem eigenen Aufschlag. Da hat er auch wieder die Chance mit der Rückhand. Aber knapp verzogen dieser Topspin. Beidhändiger Topspin, das ist ja die große Stärke. Neben der hervorragenden Beinarbeit von Kalinikas Krianga. Der früher mal Kalin Krianga hieß und damals noch rumänischer Staatsbürger war, vor vielen, vielen Jahren. Aber inzwischen für Griechenland startet und das Os an den Vornamen gehängt hat. Kalinikos Krianga macht auch den nächsten Punkt. Und hat sich wieder herangekämpft, nachdem er einen eher schwachen Start erwischt hatte. Der Franzose führte ja 10:5 in diesem ersten Durchgang. Und auch den nächsten macht Krianga mit seiner unnachahmlichen Rückhand. Und das gefällt Zlatko Novakovic natürlich ganz besonders gut. Oh, und wieder ein tödlicher Netzroller von Krianga, der zweite, binnen kurzer Zeit. Auch Schilas Sicht natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber der Franzose wird sich sicherlich nicht so leicht abschütteln lassen. Wiewohl es Krianga gelingt, im Gegensatz zum Satzanfang, viel häufiger die Offensive zu übernehmen und den Ballwechsel zu bestimmen. Auch bei Aufschlag von Schila. Und wenn das weiter so geht, dann ist das tödlich für den Franzosen, weil er ist auch davon abhängig, dass er das Spiel macht. Ein Krianga, den man spielen lässt, der spielt sich dann auch gerne mal in einen Spielrausch. Und dann wird es ganz, ganz schwer für den Gegner. Da hat er ihn weit abgedrängt. Schila, aber auch solche Bälle, 6, 7, 8 Meter hinter dem Tisch, die trifft Krianga manchmal. Diesmal hat es nicht geklappt, 14:13 für den Griechen, der für den deutschen Meister spielt. Und auch den holte er mit seiner schnellen Reaktion. Krianga ist ja nur 1,68 Meter groß, aber versteht es am Tisch, blitzschnell zu reagieren und kann deshalb auch Bälle bekommen, die er normalerweise mit seiner Reichweite, seiner geringen Reichweite gar nicht kriegen würde. Aber er macht das durch fantastische Reaktionen wett und hat den Spieß in diesen ersten Durchgang tatsächlich umgedreht. 10:5, nochmal zur Erinnerung, führte der Franzose und jetzt steht 17:13 für Krianga, Aufschlag Schila. Der muss jetzt erstmal eine gute Serie hinlegen, um diesen ersten Satz wieder offen zu halten. Ja, das wäre es natürlich gewesen, aus der Halbdistanz hat Krianga versucht, hier Druck zu machen, einen Topspin, einen Rückhand-Topspin voll durchzuziehen, aber der geht knapp neben den Tisch. Und da Schila, während die Zeitlupe lief, auch den nächsten Punkt gemacht hat, ist es wieder etwas enger geworden, 15:17. Aber wieder so eine Rückhand von Krianga, fantastisch. Zlatko Čordaš haben Sie gerade im Publikum gesehen, inzwischen für den Tischtennis-Weltverband ITTF tätig, früher lange Jahre erfolgreicher Coach der deutschen Herren-Nationalmannschaft. Und auch den nächsten Punkt macht der Grieche, der jetzt einen richtig guten Lauf hat. Ja, Schila, der Franzose, hat seinem griechischen Kontrahenten allzu sehr die Spielregie überlassen in diesem ersten Satz nach einem guten Start. Und jetzt sieht er sich 5 Satzbällen von Kalinikos Krianga gegenüber und das auch noch bei eigenem Aufschlag des Griechen.
Und er nutzt sofort den ersten zum 21:15. Perfekter Auftakt also für den deutschen Meister TTF Ochsenhausen. In dieser Partie des zweiten Spieltags der European Champions League. Und obwohl man vorher davon ausging, dass auch dieses Spiel durchaus ausgeglichen sein könnte, ist das natürlich ein Punkt, den Ochsenhausen dringend braucht. Und auch im zweiten Satz, Sie sehen es gerade, wir haben einen Sprung gemacht. Sieht es recht gut aus für Krianga. 14:11 führt der Grieche. Aufschlag für Patrick Schieler. Nur noch 6 Punkte trennen Krianga von einer 1:0 Führung für Ochsenhausen. Aber gleichzeitig der Rückstand von Patrick Schieler, der übrigens 2 Jahre älter ist als sein Konkurrent, nämlich 30, auch nur noch 2 Punkte. Und da hat sich Zlatko Novakovic, der Coach von Ochsenhausen, gedacht, da nehme ich doch jetzt lieber mal eine Auszeit, um das irgendwie hinzubiegen, dass mein Schützling, das Kalinikos Krianga, diesen zweiten Satz über die Bühne bringt. Eine Minute lang hat ja jeder Spieler pro Match, nicht pro Satz, sich von seinem Trainer beraten zu lassen, den Spielfluss des Gegners zu brechen. Das ist vor allen Dingen häufig das Ziel. Und taktisch gut eingesetzt hat man es in vielen Partien schon erlebt. Seit einem Jahr gibt es diese Regel international, dass Spiele gekippt sind. 15:13 für Krianga, aber Aufschlag Schieler. Schauen wir, wie sich diese Partie, wie sich dieser zweite Satz nach der Auszeit weiterentwickelt. Den ersten Punkt macht erstmal Krianga. Und auch da hat er die Rückhand gut kurz gesetzt. Schieler nicht in der Lage, offensiv darauf zu reagieren. Und dann wieder Krianga mit seiner unnachahmlichen Rückhand. 17:13. Die Führung für den Griechen in Diensten von Ochsenhausen. Und eigener Aufschlag, es sieht also enorm gut aus. Und auch den spielt er quasi aus der Hüfte. Da hat man es wieder gesehen, wie schnell dieser Kalinikos Krianga ist. Anerkennender Beifall auch von Ochsenhausens Präsident Rainer Ihle, der Mann mit grauem Jackett und Brille, den Sie gerade eingeblendet gesehen haben. Und am Applaus haben Sie gehört, auch den nächsten Punkt hat Krianga gemacht. 19:13, nur noch 2 Punkte trennen ihn von einem 2:0 Erfolg gegen Schieler und von einer Führung für seine Mannschaft. Und jetzt hat der 28-jährige Grieche 7 Matchbälle. Den ersten kann Schieler aber noch abwehren. Dennoch sieht es schon ein wenig resignativ aus im Gesicht des 30-jährigen Franzosen. Und es schaut nicht mehr so aus, als könnte diese Partie kippen. Und da ist es perfekt. 21:14, auch der zweite Satz geht an Kalinikos Krianga. Das sah am Anfang im ersten Durchgang gar nicht so aus. Aber der Grieche bringt Ochsenhausen mit 1:0 in Führung. Bis gleich. Greifen Sie jetzt zu. Sichern Sie sich das neue Nokia 3310 mit Zubehör. Rufen Sie jetzt mobil direkt an. 0180 1 4 mal die 0 1 5. Erhalten Sie dieses Superset inklusive Ledertasche, Autoladegerät und persönlicher Freisprecheinrichtung mit dem Time and More 20 Tarif von E+. Dieses Spitzenhandy hat SMS mit über 450 Zeichen, Vibrationsruf und integrierte Antenne. Lieferung in 48 Stunden Freihaus mit 14 Tagen Rückgaberecht. 49 Mark Anschlussgebühr sind frei. Der Preis? Dieses Superset kostet 0 Mark. Jetzt zum Ortstarif anrufen und sofort bestellen. 0180 1 4 mal die 0 1 5.
Der neue Toyota Avensis D4D, Common Rail Diesel. Nichts ist unmöglich. Toyota. Nicht vergessen, das Nokia 3310 im Superset-Angebot kostet 0 Mark. Jetzt zum Ortstarif anrufen und sofort bestellen. 0180 1 4 mal die 0 1 5.